heute sind wir aus unterschiedlichsten Ländern kommen wir, unterschiedlichste Musik spielen wir, aber trotzdem, uns verbindet was, Tibor? Uns verbindet vor allem unsere ästhetische Vorstellung, unsere Spielkultur, unsere Phrasierungskunst, Klangfarben, Pracht und ja, so einfach die große Freude am Musizieren verbindet uns. Toll ist eigentlich in dem Ensemble, dass auf eine natürliche Art und Weise jeder auch sagt, was er denkt und jeder hat die Freiheit auch zur Gestaltung der Stücke Eigenes beizutragen und hier passiert irgendwo eine ungeplante natürliche Demokratie im Spiel und trotzdem kommen wir zusammen. Ja, also das ist das Tolle, weil ich hatte das Glück, dass ich dass mir gelungen ist, Leute zu finden, die nicht nur spielerisch auf einem hohen solistischen Niveau sind, sondern die auch Spaß haben an diesen Experimenten und musikalischen Abenteuern. Und wenn wir so zusammen sind, alle sieben, da diskutieren wir und blödeln wir auch manchmal, kommt auch vor, ja. Und manchmal kommen eben von dem sogenannten, von den Späßchen kommen ganz geniale Ideen, die dann einfach dieses Einzigartige hineinbringen und weil das eben so spontane Ideen und Einfälle sind, sind wir auch in der Lage, das dem Publikum so spontan und natürlich zu präsentieren und das ist eben, glaube ich, einer der wichtigsten Elemente, warum die Leute so begeistert sind in den Konzerten. Wichtig ist zu sagen, glaube ich, dass hier wirklich
nicht nur zufälligerweise eine Marktlücke entdeckt worden ist, dass dazu eine Genre-Mischung, die vielleicht von manchen als edle Crossover bezeichnet werden könnte, nicht von der nichtsahnenden Seite mit drei, vier Akkorden der Harmonielehre kommt, sondern dass gelernte Leute, die professionelle klassische Musiker sind, einmal Musik, die sie gerne in der Freizeit hören und die sie lieben, dem Publikum von ihrer eigenen Sicht präsentieren wollen. Ja, also das finde ich, das ist das Tolle dabei, dass es dann nicht so ist, dass eine Popsängerstimme, die nicht kultiviert genug sein muss vielleicht, einen Puccini singt, sondern dass Mitglieder der Wiener Philharmoniker, die und der Berliner Philharmoniker, mit einer klassischen Klangkultur und Phrasierung und überhaupt Musikvorstellung an Stücke zugreifen, die von ganz anderen Genres sind. Und da, das ist dann das Spannende eben, also dass man dann eben Latin Jazz oder Zigeunermusik oder Klezmer oder was immer oder Tango so musiziert, dass man eigentlich die Essenz der Musik zelebriert, aber dabei bleibt man immer bei der Klangästhetik und bei dem kammermusikalischen Musikantentum. Schon auch mit der Wahl der Stücke eine Friedensmessage an die Menschheit senden. Und daher haben wir uns für eine Mischung von zwei arabischen, zwei türkischen und zwei jüdischen Liedern entschieden. Und wie da schön diese Melodien harmonieren, so harmonieren alle diese Menschen in unseren Herzen. Und so stellen wir uns eigentlich die Welt vor und so möchten wir das auch an das Publikum aussenden, diese Message, diese Friedensmessage. Musik.